Community. Ich bin zu Vielleicht alt. Net-Account, ACC, das wäre doch krasser. So, let's go! Du schraubst zu viel, was ist das für ein Vogel da, Alter? Mit seinen 50%. Nicht so oft irgendwo gegenfahren. Was soll ich Twitch machen? Da kann ich wenigstens. Kann ich wenigstens Musik dabei laufen lassen. Hast du nicht mehr. Hä? Doch nicht mehr. Ich geb Gas, ja, gib alles. Go, go, Maschinen! Normaler nicht, dann wirst du irgendwie gesperrt. Echt? Ja. Da darfst du eben nur bestimmte Musik laufen lassen, ne? Ah ja, wie sowas. Außerdem hast du gesagt, bei Twitch hast du immer mehr Delay als bei YouTube, also. Hm. Schon was Bärtle ein bisschen richten, ne? Wer muss ein Bärtle richten? Was? Also ein Stürmer. Von der drei Spezialen, viersprache Fuß. Was erzählst denn du? Ja, der Bergster. Ich bin doch schon online. Nö. Doch. Noch auf 19 Speed 82, 6 Abonnenten. Ne, das ist der falsche, welcher will. Du hast den falschen genommen. Der richtige. Ein. Hm? Warte mal. Hast du doch nur ein. Ne, doch, hab. Sind heute wieder Icons kommen? Ey, erst am 12. doch. Nee, es ist ja, weil die anderen sind ja heute verschwunden, die normalen Icons da zum Erstellen. Oder warte mal, da schon. Was zum Kuckuck? Ja, was? Was hast denn du da reingepackt? Was habe ich wo reingepackt? Dir läuft irgendein Video, oder hast du den das Bild von Gugu offen? Hä? Schwarzes Bild ist. Refreshen. Ja, GTA-Kotscher gibt's noch 2 Tage. Aber nur. Ach ne, stimmt ja, das mittlere Icon weg war das, Bruder. Verschwindet in 2 Stunden. Der Börster, da kennt man fast nicht. Guck mal. Weil ich lachen. Der weiß es doch, der hat gestern die Kamera schon gesehen. Ja. Nee, hab ich nicht. Sag mal, ist ich irgendwann schon so an. Warst du beim Friseur oder so? Wie Fini gestern? Dieser Marokkaner, ey. Ja, Fini hat gestern Friseur gemacht. Ja, hat sie ordentlich gemacht, ja. Hat sie radikal. Was hier? Ich will nicht nur deine Facecam sehen, ich will auch das Spiel sehen. Wie siehst du vom Spiel? Ja, cool. Jetzt gerade siehst du es nur. Hä, wie? Nein, man sieht nur ein schwarzes Bild und oben rechts seine Fratze. Alle labern nicht. Doch. Weißt du, das Spiel? Da war es gerade, ganz kurz. Jetzt. Aber ich ende das mal ab. Oh. Du musst doch wieder hier Szene-Dings da machen. Ja, ich mach einfach Szene-Ding dazu. Ey, du siehst ja echt aus wie ein Verbrecher, Alter. Ja, du bist ein Marokkaner. So kannst du doch keine Fertiggerichte da verkaufen. Die kriegen doch Angst, Alter. Die kriegen doch nicht dir zu. Welche Apfelkammern sind dich da gepackt? So eine 80-jährige Oma, die schießt doch die Tür wieder zu, Alter. Die macht da den Doppelring rein. Wenn er noch seine Maske auf hat.
Ja, genau, das kommt noch dazu. Oh, jetzt sieht man das Spiel. Jetzt ist die Fratze weg. Die kannst du ruhig oben rechts da lassen. Ja, kommt jetzt wieder. So, passt. So, jetzt passt, oder? Die haben wir schon unten einen Keller hingesetzt, oder? Für den Raum. Nein, so Vorraum ist das. Steht denn da hinten? Hä? Vorsichtshalber mache ich erstmal Ist Daumen runter. das dein Vorratsschrank da hinter dir, oder was? Ja, genau, da ist alles Mögliche. Gibt ein Gött. Ah ja, so sieht das Gumm auch aus. Gummibären oder was? Auch, ja. Auch, ja. Immer reingucken. Ja, ist schon Aber einiges drin, ne? der rentiert sich gar nicht zu bauen, oder? Nein, tut der Schein. Also, ich denke, es war Kacke, das. Was Blödes. Ah, let's go! Sag mal, ey, Hä? Willi, wo viele fertig waren mit dir, ne? Hat die einen Schreck gekriegt? Ja, das macht mir schon wieder ein bisschen Angst. Das Team. Wie er sich einen abgrinst, ne? Er grinst die Wir ganze begrüßen Zeit, Sie herzlich zu unserem Spiel heute Abend und Vielleicht Sie sehen lernst du es hier ja, mal das noch Wetter hier von ist richtig. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Dann sag Und heute wird es hier um eine Partie aus der FUT Champions Weekend League gehen. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Die Gastgeber wollen heute eine Stunde. Er setzt sich durch und jetzt kann er Ein Da ist das erste Tor. Sehr interessante Partie zu werden. Ja, schunkel mal schön mit. Alter. Hier kommt Aber doch wenn mal sie dann wieder älter um diesen sind, richtig schönen Fokus, das dass der Steilpass, da ist er einfach gedankenschneller als der Verteidiger. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das wird der 5 durchgehen. Nelson Semedo. Gabriel Jesus. Er lässt weiterlaufen. Klasse, durch den Vorteil. Schiri! Freistoß wäre nicht, keine große Sache. Aber die ganze Zeit, wie er sich die ganze Zeit grinst, ne? Er grinst sich die ganze Zeit. Riesenschuss. Er ist noch heiß. Der bestimmt auch immer im Auto. Schönes Jubiläum für ihn heute. Das ist seine 100. Partie in diesem Team. Kein Wunder, er passt ja auch richtig gut ins wenn, Team. Wenn der grinst, dann bist du auch die Supermann. Da riskiert der Kopf und Kragen mit dieser Grätsche, aber es ist ja gut gegangen. Sie verlieren den Ball. Wisse? Conte. Mané. Jungenson. Gleich wenn viele kommt in der Dings erstmal Schule bekannt. Guck mal, ich hab dich im Internet gesehen, auf YouTube. Josephine! Kaffee! Kaffee. Es ist zu spät, ich schläft ja schon. Oh, keine Privates heute? Samstags kommen, Samstag kommen die Stattdessen geben sie einen Tor die ganze Zeit abgerutscht. Der grinst die ganze Zeit. Leute. Und George Der findet das voll, das Spiel. Da kann er ihn stoppen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Machst du das auch immer so bei deinen Kunden? Was? Grinsen? Er muss ja damit dafür Trinkgeld kriegen. Genau. Und du bist aber ein freundlicher Kunde. Schönes Zuspiel. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Der Schuss also, wenn du bei mir vor der Tür stehen würdest, da erstmal Polizei rufen, Griffung gleich. Polizei kontrolliert mal, was der nimmt für Zeug. Da ist der Ballverlust der Lions.
Cristiano Ronaldo spielt den Pass, aber dazwischen gegangen. Die Kamera, die hat doch noch nicht lange. Nein, ich glaube, wir testen nicht. Oh, das könnte was werden. Oh, der geht fast noch rein. Oh, die ganz gerade ist dabei. Aus diesem Winkel. Nee. War gerade im Angebot für 40 Euro. Roy Keane am Ball. Jong Min Son. Da haben sie jetzt den Ball. Ja, starker Pass. Gute Aktion jetzt. Ronaldo. Toller Zweikampf. Da wäre Platz für den Konter. Szene immer noch gefährlich. Naja, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Naja, für dein Grinsen gebe ich dir mal einen Daumen hoch wieder. Sehr schön. Mané. Oh. Cristiano Ronaldo. Gute Chance. Gehalten, aber der Ball war nicht. Ich messe, ey. Da habe ich mal voll über Probleme. 1 gegen 1 gegen Scheiß Dortmund. Bakambu. Die Lions im Angriff. Das Abseits. Ja, die war ja zu. Warte. Er hat lange geschnitten. Conte. Ja, das ist Torwart da Cristiano Ronaldo. Ja, mach ich auch gerne. Bakambu. Da muss man manchmal kurz abwarten, was der Gegner so macht. Ja, ja. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Die Chance jetzt. Das Tor wird hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt das Spiel aufziehen. Von dem Kracker, dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Kleine Kinder, die ich jetzt sehen würde. Oi, oi, oi. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, viel besser, die sehen mich live. Nee, Mané hat vielleicht die Lücke auf Außen. Mein Papa gleich bei ihm. Cristiano Ronaldo. Chevy. Die Lions geben den Ball her. Oh, was mach ich denn? Er hat den Ball. Hä? Super Pass. Er macht das Spiel schnell. Oh. Oh, das gibt Elfmeter. Jetzt können sie den Rückstand hier auf ein Tor verkürzen. Rot. Der Westling. Die Decks aber nach links geklotzt. Und Mitte. Guck, der spielt auch noch mit Jesus. Wenn der Keeper springt, dann ist es klar. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Da kommt er raus und hält den Ball. Sie üben schon früh Druck aus. Tanguy Ndombele. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Sissoko. Gabriel Jesus. Ball kommt wieder zu Gabriel Jesus. Da hat er klasse gearbeitet. Conte. Schöner Pass jetzt. Cristiano Ronaldo. Sie haben diese Partie jetzt noch mehr. Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sieh mal, der Kopf drückt so. Oh. Wie er sich freut, immer. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann macht er es perfekt. Das war mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit.
trinkst du da? Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Weißt du. Musa Sissoko. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Oder was ist das? Vier Treffer nach 45. 42. Himbeerkorn und Apfel. Mit Gebirgswasser aus den Alpen. Oh. Ah, ja. Kannst du noch reinpissen, ist das gleich. Von der Farbe her sieht so aus, ja. Aber wie sieht meine Pisse aus? Nein, wie sieht bei dir die Pisse aus? Aber wenn du so Pisse hast, wollte ich gerade sagen. Kamera? Dann würde ich dir empfehlen, was zu machen. Geh ich nie hin. Partie läuft wieder. Weiter geht's mit Durchgang 2 hier in der FAT Champions Weekend League. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Ich spiele gegen den Geist. Tanguy Ndombele. Cedric Bakambu. Ball bei Cristiano Ronaldo. Toller Pass. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Tanguy Ndombele. Abseits. Abseits. Gabriel Jesus ist das. Oh. Klasse Leistung heute. Er passt hinten auf. Neymar am Ball. Jong-min Son. Tolles Zuspiel. Ich würde sagen, mach mal den Sack dazu. Du siehst es immer vor mir, Alter. Ich verstehe das nicht. Das liegt an Osnatel. Ajo. Oh, hat noch einen Termin. M. Lodi. Oh, Aufgabe erfüllt, jawohl. Wird er mir erfüllt. Das ist echt faszinierend bei dir. Du kannst nichts mehr kaufen und nichts verkaufen und hast trotzdem immer weniger Münzen. Nee, ich mache immer, sobald ich einen Bäckler aufmache, keine Bäckler auf. Achso. Ja, dann musst du dir doch eigentlich anfangen, bis die großen Packs. Ja, habe ich aber. Ich habe doch 45.000er schon aufgemacht heute. Und? Die 100k-Packs warten. Ja, ich habe den RV oder den Inform gezogen, der von Deutschland da von Köln. Den Wolf. Aber nicht gut, oder? Hm? 81. Der Wayne Rooney drinne. Der Rest da vorne, was ist denn das? Ach, der wechselt aus, oder was? Edo. So, auf die Bank, die Baller wird jetzt wahrscheinlich bringen. Oder Mahrez. Alter, der hat Pogba, Mahrez, die Baller. Na gut, Pogba bestimmt den normalen. Und lässt so lässt so ein Lolli und eine Rafinha spielen. Wie spielt er denn da? Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich ja Benzemarkt, ja, wieder. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Wenn der da wechselt, der hatte gar keinen Wechsel. Am heutigen Tage zeigen wir Ihnen Champions Weekend League. Das dürfte richtig hochklassig werden. Ja. Aus meiner Sicht eine vielversprechende Partie hier in der FUT Weekend League, Wolf. Wir erleben ja immer wieder, wie umkämpft dieser Wettbewerb ist. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Alter, warum läuft denn der da oben nicht? Jetzt läuft es. Super Pass, Sadio Mané. Es geht manchmal um 10 Sekunden, er war zu früh dran und deswegen steht er im Abseits. Bauernfünfer. Gleich wird hier ausgewechselt. Guter Pass jetzt. Mondi. Mané jetzt. Spiel Nummer 250 ist das für ihn bei diesem Club. Ja, es ist schon an. Wenn es nach den Fans geht, dann kommen noch viele Spiele dazu. Könnte die Führung mehr. Alter, ich bin nach hinten, was soll denn das?
Elegant gelöst hier. Rafinha. Benzema. Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Ronaldo. Alter, das Spiel ist eklig. Alter, ich krieg gleich einen anderen oben aufs Internet auf. Aber ich kann das nicht liegen. Da lässt er den Gegner aussteigen, ganz stark. Alter, meine bewegen sich eine halbe Stunde weiter. Van Dijk. Aber du hast keine Paketverluste, 18 das Ding. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für ein Rettungsstart! Weißt du, fällt dann alles auf ständiger Druck und die Pressing damit erst recht nicht mehr. Dann kümmern sie sich doch alle drauf. Jong Minson. George Best. Kommt jetzt die Flanke rein? Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und Karim Benzema. Bis morgen. Wayne Rooney. Da macht man sich auf den Punkt und das ist jetzt die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. Aber den Elfer, den musst du erstmal machen. Da ist viel Druck. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Kommt wieder der Körper. Der Elfer. Hat doch der Körper nicht. Aber das ist echt hardcore, da in die Steuerung hier. Darf ich aber allerdings grätschen? Spiel war nicht gut, der Ball dass über sie die eine Loop-Leitung macht. Ja. Viele von. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Ich verstehe nicht, wie die dann selber damit spielen können. Das hier wohnt. Mondi. Das ist auch irgendwie schön. Und die Chance, aber nein, er geht abseits. Der auch auf. Verloren Mondi. Sie verlieren den Ball. Ja. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Neymar. Das macht er gut. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Ja, der Einwurf landet beim Gegner. Ich hatte heute zwei hohe Niederlagen. Einmal 8:1, einmal 6:0. Wir haben das schon mal weitergemacht. Am Ball jetzt Rafinha. Neymar! Das macht er gut, den Ball hält er fest. Ich bin heute nicht mehr mit dem Gegner. Vorne jetzt die Balleroberung. Nee, das sind. Du kannst selber vernünftig besser hinten rausspielen. Ja. Das ist auch cool, ey. Das Ding, der hat auch viel. Rafinha. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich. Aber wie? Ist ein ganz bewegliches Lebensfeld da. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Geduldig auf ihre Chance, vielleicht müssen sie das Tempo anziehen, um hier zu kommen. Ball immer aus und das gibt Ecke. Vielleicht ist diese Ecke die Chance, wo man zu verkaufen. Der Ball ist erstmal weg. Guck dir das an! Super! Was der für ein Bogen läuft! Die Balleroberung, unwiderstehlich. Ah ja, weiß das. Was sollst du damit machen? Da erobert er den Ball. Kannst du nur hoffen, dass der irgendwann noch ein bisschen weg kriegt. Bei dem scheint das wirklich zu laufen.
Mané. Pass kommt von Mané. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. Oh, jetzt mach ich auch. Abwehr hat aufgepasst. Spielt den Ball direkt zurück. Ja, da ist er zur Stelle. Ball gewinnt. Von der Ausdauer müssen die das ja schaffen. Jong Min-Song. Der weiß, ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Nur Rooney. Das könnte was werden jetzt. Pause also. So, weiter geht's. So ist es, der zweite Durchgang läuft. Da gehen sie dazwischen. Jung in Song. Ah, ja, er holt sich den Ball. Ja, nach hinten, ey. Kontermöglichkeit. Jetzt müssen sie schnell spielen. Jetzt ist der Platz da. Ja, hast du so gedacht, ja, das ist rum. Neymar am Ball. Arrogant, der Spiel. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Das ist der Treffer. Er ist besser als Mahrez. Und schon vorne. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Kanté geht energisch dazwischen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Der Konter ist gestoppt. Da steht er gut. Rooney am Ball. Super dieses Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Alter, willst du mich verarschen? Elfmeter gegen dieses Team. Das gibt's doch nicht. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr möglich. Gibt Elfmeter. Und noch die gelbe Karte oben drauf. Wann bist du mit der, oder? Und die fallen ja mittlerweile auch gar nicht haben. Der Strafstoß ist drin. Ja, der neue Fußballer lautet jetzt also 3:1. Ach ey, was sind denn das für Bässe? Guck mal, wie nah den auf seine Drahtung. Er kommt an den Ball. Perfekt. Klasse gemacht. Jetzt war gerade der Bogen. Und das wird wieder Bogenlauf. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Die Gelegenheit. Jetzt könnte er flanken. Was für ein Reflex. Einfach. Wie der so ständig den Bommel da rumschiebt. Guck mal hin. Ja, ja. Ecke Neymar. Da geht es immer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Was meine Verteidigung macht allerdings. Oder was die da immer bei der Ecke machen, das frage ich mich so. Und sehen. Ronaldo. Nun Rooney. Guter Pass von Rooney. Alter. Steht der Gomez da unten drin rum. Die Riesenchance.
Herr Spahn. Was genau gesehen, das erste Spiel, alles noch ganz flüssig gelaufen da und gegen den jetzt was ganz anderes. Der wusste das auch noch. Oh, erstmal schnell ein Eiz hier, zum Beruhigen. Leider gemerkt. Hä? Man leider gemerkt. Ja, das wusste. Kotscher rentiert sich nicht mehr, weil er in zwei Tagen auch ausläuft. Zwei Tage nur noch. Hm. Und dann müssten ja eigentlich neue kommen, oder? Ja, guck, weil bei Ding läuft nur noch fünf Tage. Bei den Dausch. Ja, am 12. Am 12.2. kommen noch die neuen Dinger. Ikon, guck mal doch da mal. Die nehmen die doch nicht raus. Das siehst du, die laufen noch zwei Tage, die anderen laufen noch fünf Tage. Letztes Jahr waren die, sind die immer drin geblieben. Ja, scheinbar nicht. Und die KK und so weiter laufen noch 22 Tage. Jetzt machen die das nur, dass da drunter schreiben, weil die Leute denken, oh, die laufen ab und damit sie dann schnell die noch bauen. Ich glaube, die bleiben. Roy Keane? Ja, gut, aber Roy Keane, KK und so weiter waren die letzten, wo kommen sie, und Michael Owen, ne? Michael Owen ist eigentlich leicht zu bauen. Müll. Aber hat halt nur 3-4, ne? Bitte das sparen. Ja, gut zum Linken. KK hätte ich gern, aber. Dann auch noch Mittel. KK hätte ich gern. Aber. Ein bisschen teuer. Ne, wird schweineteuer, ja. 9 Euro. Das gute Werte, ja. 88, 87, 86, 85, 86, ja, 286er Teams. Überleg mal. Das ist, glaube ich, nur der mittlere, ne? Der höchste. Es gibt 89er. Du kannst einfach die ganzen Leih-Ikonen bauen, kannst du mit denen so lange immer spielen. Okocha-Leihspieler, Kaka-Leihspieler. Ey, ich hab noch so viele Leihspiele. Maradona. Kann ich auch noch spielen. Na, guck. Maradona habe ich noch, Messi habe ich noch Leihspiele, Matthäus habe ich noch Leihspiele, Mbappe habe ich noch Leihspiele. Ja. Soll ich mal Maradona mit rein tun? Ja. Und ich nerven die Leute. Dass sie alle abkotzen. Und dann Neymar mit Neistelle. Hm. Also dazu bräuchte ich einen. Ne, schon mal müssen wir den LV neu tun, ne? Dann wäre es, glaube ich, gern. Ne? Aber dann habe ich keinen. Sommerback. Wie? Bei der 2 Zom hat Kanté zu den zwei Innenverteidigern und zu den Zom, oder? Wenn ich den als ZDM neu tue, Kanté. Wie willst du Ronaldo dann linken? In Sturm? Ah ne, hau nicht hin.
Ja, doch, haut hin. Weil wenn ich die zwei, den Icon und den anderen Icon ins Zaum stelle, kann ich Ronaldo in Sturm stellen. Kann er wieder umbauen. Ja, wie sie weiß. Brauche ich nicht. Ich spiele so, wie ich es habe. Wer tut da keinen Vertrag mehr? Oder wer tut da auch? Ach, keiner. Ich spiele auch in die Mannschaft. Ja, wenn ich einen einsuche, jetzt geht's eine Weile. Ach du Scheiße. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin ja nicht in den Bau. Mein Name ist Wolf Fuß. Also noch ein LM-Haft, Wolf. Man sieht sich. Frank Buschmann. Und bei uns steht heute die FUT Champions Weekend League auf dem Programm. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Eine Partie also in der Weekend League und da wissen wir, das ist immer intensiv, immer eng, immer umkämpft. Es geht immer volle Lotte. Der ist selbst im Baller verliebt, der hat erst neu. Ne? Jung Mensah. Mondi. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Oh ja, da. Den hat er in der Verteidigung. Hallo. Boateng jetzt. Boateng, okay. Das hat bei den Schüttern einen gehört. Boah, das ist eigentlich so. Aber der Ball geht leider zum Gegner. Und Ronaldo. Sadio Mane. Cristiano Ronaldo. Richtig, er holt den Ball. Mal sehen, welcher der beiden Sprinter hier heute ausschlaggebend sein wird. Und die Möglichkeit. Sie machen das Tor. Optimaler Start für den Führer. Genau so. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das ist falsche Röhrchen, Alter. Bett, Ronaldo am Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Stark verteidigt. So dumm. Achraf Hakimi. Dybala. Ausgleich, da muss der Keeper schon alles aufbieten, um die knappe Führung zu verteidigen. Aber es riecht nach Tor. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher sogar mal realistisch, weil war richtig weit drauf. So, was machen Sie draus? Dybala. Ball ist bei Mbappé. Dybala. Wie bewegt sich mein Dybala, ey? Vielleicht jetzt! Bleibt hängen an Van Dijk. Kurze Ecke. Dybala. Ja. Schuss kommt nicht durch. Noch 50 Mal machen, mein Freund. Ecke wird kurz ausgeführt. Mbappé. Mbappé! Macht immer dasselbe. Achraf Hakimi. Gute Aktion. Immer noch. Kylian Mbappé Lothar. Oh, er trifft den Pfosten. Uiuiui. Sie verlieren den Ball. In der Schwede, jetzt hat aber sämtliche Börsendinger an, ne? Dann hier drauf. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Was? Dybala.
Conte. Joe Gomez. Roy Keane am Ball. Van Dijk. Conte. Da ist Cristiano Ronaldo. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Dann kommt nicht durch, Abwehr ist da. Das gibt Einwurf. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Kanté mit dem Zuspiel, aber Gegner ist da. Da wieder Martina hinten oben. Correa. Joaquín Correa. Wo ist er? Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Hast du nicht gefunden, ne? Jetzt Roy Keane. Das klappt aber ganz gut, denn die Pässe spielen dann erstmal hinten. Da verlieren sie den Ball. Siehst du, wenn das mal so ganz schnell nach vorne zu gehen. Duncan. Jetzt könnte es gefährlich werden. Das die ist dieser Duncan da. Ja. Die Bala! Und damit alles am Anfang. Das ist doch erstmal weitermachen. Ja. In 90 Minuten halt, hält es kein Spieler durch. Conte. Conte hat den Ball. Jong Min Song. Ja, dazu merkt er das. Ja, das ist ein guter Pass. Roy Keane. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Duncan. Hallo. Und da ist der Ball wieder weg. Cristiano Ronaldo, unaufhaltsam. Jetzt schießt er. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Jungen Son. Da ist er drin. Und dieses Tor. Das ist schon bitter. Der Situation den Ball zu verlieren. Machen wir mal einen auf den Harvey da, oder wie heißt der Vogel? Es wird ausgenutzt und gesperrt, das Tor. Die Baller verliert den Ball. Mané weiter am Ball. Jetzt kann er den Ball reinbringen. 3 Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. 2:1 der Pause. Aber. Ja, 4-2-3 einspielen, ja. Ribéry im Sturm und Mbappé auf Außen? Okay. Kann man mal so machen, ne? Und damit gehen wir rein in Hälfte 2. Weiter geht's in dieser Partie. Hast du gemerkt, dass er noch recht den Baller verliebt ist? Nelson Semedo. Nelson Semedo mit dem Ball. Guter Pass jetzt. Jetzt Neng. Da ist er alleine durch. Ist es das? Fällt das Tor doch noch? Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Ach, das ist schlimm. Ja, sowas müssen Sie konsequenter spielen. Ashraf Hakimi. Das könnte gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten Sie auch mal einen Zug zum Tor. Alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Conte. Ja, geht gut dazwischen. Klasse Pass. Oh mein Gott, der Ball gekommen, aber der Keeper ist da.
Das war eine ganz enge Szene. Neymar jetzt. Ja, und jetzt haben sie den Ball. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Die Chance! Sie suchen die Lücke. Conte. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Fängt diesen Ball ab. Das ist böse in der Phase. Einsteigen, aber Vorteil, kein Fisch. Wie geht das noch weiter? Ohne das kommt es aber scheinbar nicht mehr durch. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das wird auch gut. 3 zu 2 also. Da ist alles drin. Das wird Ecke geben. Jetzt kommt die Ecke. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Sie üben schon früh Druck aus. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Den Ball kann er abfangen. Er überzeugt heute als Passgeber. Ey, warum schießt er denn da feucht und nach außen? Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Ist klar. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Aber eine Schlussphase läuft voll im Glück. Ey, komm, Mann, das ist doch ein Witz. Ich drück nach außen. Ganz stark gearbeitet. Da verliert er die Kugel und holt sie sich sofort zurück. Kontakt. Guter Vorstoß. Kann was werden. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Könnte der Ausgleich sein. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Achraf Hakimi, da geht er dazwischen. Cristiano Ronaldo. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Mbappé. Und jetzt die Chance. Der muss passen. Warum lächerlich, dass der Tormann da nichts macht. Ich würde auch mal, dass er einmal kurz zur Seite gegangen. Hä? Nein, das heute mal zur Seite gegangen bei einem Tor. Seite gegangen. Ich stolz hab. Das ist wurscht. Ja, volle Kanne. Mit einer Aufstellung wurde es im Zweifel auch voll von Haus aus durch. Und den Ball macht er natürlich. Der spielt gerade auf 4-4-2, er hat es probiert. Jetzt Cristiano Ronaldo. Ball bei Cristiano Ronaldo. Er holt sich den Ball. Wir sehen das frühe Pressing. Der Freistoß, klare Sache. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Gute Chance für eine Flanke. Ball ist unterwegs. Defensiv machen sie es gut. Roy Keane am Ball. Tolles Zuspiel. Ronaldo. Da muss er aufpassen. Alter, wer ist denn dieser großen Star? Chance zum Konter jetzt. Ich muss mir nochmal eine Aufstellung machen, wo ich das Scheißdeck drin habe.
Das sieht vielversprechend aus. Gnabry! Da ist der Ball drin! Treffer zählt nicht! Da ist die Fahne oben, gut gesehen vom Assistenten. Jong-min Son. Cristiano Ronaldo. Und die Balleroberung, wichtig. Was ich nicht verstehe, warum rennt meiner da durch? Wird jetzt nach oben aufgepackt. Meiner steht erst vor seinem, sodass der gar nicht an den Ball kommen kann. Da komm ich zum Tor an. Und so wird das nichts, den das hasse ich halt. Gedecke. Warum ist das so? Geht da voll in diesen Zeiger. Dann die Autokorrektur sich in der Arsch schiebe. Nur vor jeder Ball würde er ankommen. Wenn er Pressing nach Ballverlust oder was kennen, sind er geht im Sinne. Da. Nein, Mar hat kein Dach mehr. Individuelle Daten. Da. Warum hab ich da? Da hatte ich Druck nach Fehler nochmal. Pressing nach Ballverlust war das eigentlich immer, ne? Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute geht es um ein Spiel aus der FUT Champions Weekend League. Klingt nach einer unheimlich spannenden Partiegeschichte. Heute spricht hier in der Weekend League alles für ein echtes Highlight. An die Latte! Ballverlust bei den Royals. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Arno landet, dann gehen sie in Führung. Haben sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Clarence Seedorf jetzt. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Schön dazwischen gegangen. Kanté. Chance zur Führung. Tolles Tor. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ganz neues. Ronaldinho. Van Dijk. Conte. Da ist Cristiano Ronaldo. Das könnte was werden jetzt. Bruno Fernandes. Ja, da ist Platz jetzt. Sah vielversprechend aus, aber klar, das dürfte gelb geben. Ich weiß nicht, ob er das direkt versuchen wird. Die Distanz ist enorm bei diesem Freistoß.
den Ball fest nach diesem Freistoß. Nelson Semedo. Gute Balleroberung. Was waren Sie drauf? Ja, könnte was werden. Jong-min Son. Da ist Son. Ronaldinho. Unaufhaltsam. Gut verteidigt. Energischer Zweikampf, geht mit Eckball weiter. Jetzt der Eckball. Ach komm! Ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Royals in der Offensive. Oh, hat man das wieder sich wieder wundern, macht. Wenn das hier eine Karte gibt. Wählte kurze Variante. Bruno Fernandes. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeigt er. Das der Ball wurde weggefaustet. Nabil Fekir. Bei dem Platz keine Meter, eng entscheidend. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da kommt niemand dran. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Ach, ja, das muss er besser lösen, müsste Geld geben. Rashford. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Nabil Fekir! Der Ball geht an den Pfosten. Sadio Mané. Hey, die Beste, das kotzt mich langsam an. Tolles letztes Spiel. Cristiano Ronaldo. Morgen wird es zwar nicht besser, aber. Viel Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, es ist frustrierend, diesen Führungstreffer in sie zu gerne. Ja, aber nachts wird auch hier scheiß Ambi-Surfer da umstellen. Best. Sauber vom Ball getrennt hier. Ronaldinho. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Viel mit Auge. Gut in den Lauf gespielt. Macht das Ganze. Mann, der Ronaldo, du blöd Mann, du Blöder. Läuft da noch vorbei, ey. Da kommt der Pass. An der Reaktion wie Baum oder was? Gutes Technik. Und Ballverlust. Rashford. Gelb hat er schon. Holt er sich die Gelb-Rote jetzt ab? Was? Gelb-Rot? Freistoß? Chance vielleicht jetzt zur Führung? Gute Reaktion vom Tor. Ordentlicher Versuch, aber der Keeper ist da. Ecke kommt. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Schön dazwischen gegangen. Sieht gefährlich aus. Und damit ist der Ball weg. Mané. Kann er was draus machen? Ball bei Son. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Ballgewinn, gefährliche Position. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Conte am Ball. Er holt sich den Ball. Er entscheidet schnell und richtig, er gibt Vorteil. Tja, ich glaube, das könnte Gelb geben. Spiel läuft im Moment an ihm vorbei. Aber der kriegt kein Gelb, oder was? Wenn man faul. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und jetzt Fekir. Ronaldinho. Gefährlich jetzt. So, die Führung. Ja, jetzt haben wir das Ding erstmal im Glück.
Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Ronaldinho! Die erste Hälfte war spannend. Es ging. Erstmal beruhigen. Alle hätten so alles gelaufen. Ja, das Spiel enge Laute, guck. Scheiße, die haben echt alle gelb. Da läuft ja alles gelb, ey. Durchgang 2, ab geht's. Und damit gehen wir wieder rein in die Partie. 10 Zentimeter, wir haben wir schon. Conte. Conte mit dem Zuspiel, aber Gegner ist da. Guter Pass jetzt. Jetzt vielleicht. Ganz lang macht er sich da gehalten. Der Ball kommt rein. Ronaldo am Ball. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Er überzeugt heute als Passgeber. Die Royals in der Offensive. Guter Spielaufbau. Ronaldinho. Und sein Kacke Ronaldinho da. Ne? Und damit kein Tor draus. Alles macht er mit dem Spacken. Cristiano Ronaldo. Sieht man doch, was die für Top-Verbindungen da haben. Jung Min Son. Ball ist bei Son. Walker. Conte. Jung Min Son. Neymar. Pass zurück zu Son. Son! Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Auf Son kann man sich verlassen. Ja. Ein guter Zom. Seht ihr noch mal die Wiederholung dieser Aktion? Das ist wirklich ein guter Zom. Schöne Kurzballspiel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Das ist Seedorf. Also auch nehmen wir die beste Goldkarte. Die Royals mit einem Angriff. Jetzt die Gelegenheit. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3:2. Das ist ein enges Spiel. Da werden hier dann im Bereich halt, dass du nicht gebraucht hast. Vorne der Ball gewinnen. Sadio Mane. Gut verteidigt hier. Der Kackmann, der ist so überpowered. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ja. Du spielst den ja auch noch. Bruno Fernandes. Rash. Jetzt ist er durch. Der Mann. Super Tor. Guck mal, wie meine Verteidigung einfach die Straße aufmacht. Genau so würde es der Trainer sehen. Haben sie ihr Tempo ausgespielt, ihre Übersicht und ihre Kaltschnäuzigkeit. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Beispiele. Der Van Dijk ist zur Stelle. Er ja,
guckt dir die Bässe an. Das macht keinen Spaß mehr. Rashford. Ballbesitz Bruno Fernandes. Weil das hat er nichts mehr mit. Und jetzt bekommen sie die Chance. Mit der Mannschaft oder sonst was zu tun. Das hat auch nicht so mit Pay-to-Win zu tun. Das hat einfach mit zu tun, da ich mache mir eine schlechte Leitung. Sieht gefährlich aus. Kommt beim Gegner eh kein Pass mehr an. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Du kannst darauf achten, dass du einen Millisekundenwinkel von 18 oder sonst was hast, hilft dir eh nichts. Aber der Spieler blockt den Ball ab. Ja, nur so, dass was dort steht. Gut gemacht, gutes Technik. Jetzt will ich was haben, um hier blöde Patches zu... Gibt Einwurf. Um Spiel wieder weiter kaputt zu patchen. Komischerweise, die Spiele sind immer am Anfang top. Bis das Gemecker losgeht, dann noch von den... Ronaldo am Ball. So, was machen sie draus? Da kann er sich den Ball holen. Das ist ja kaputt gepatcht. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Guck mal, mittlerweile stellen alle RV und LV in die Innenverteidigung. Gute Aktion. Und wieder ein Foul. Weil ihr in der Lage ist. Gelbe Karte. Freistoß aus gefährlicher Position. Das könnte durchaus was werden. Hä? Der weggeflogen hat, der wurde dagegen gelaufen. Super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Will er nicht abspielen? Der Torwart läuft mit dem Ball. Die Chance auf den Konter. Toller Pass. Mané weiter am Ball. Der Angriff könnte was werden. Und den Ball hält der Torhüter fest. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Cristiano Ronaldo. Ball bei Son. Klasse Technik. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Wir müssen ja alle eh nur noch Ronaldinho. Dauerpressing gemein machen, dann macht die KI ja eh den alles allein. Das macht er super mit Technik. Das heißt, im nächsten Patch muss jeder selber verteidigen, mit der KI-Verteidigung funktioniert nicht mehr. Scheiß Dreck. Die Royals mit dem Ballverlust jetzt. Conte. Da ist Alex Tees. Conte. Neymar hat ihn. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Der Ball kommt. Das war eine gute Chance. Guck mal, Autoverteidigung, Autoblocken. Rashford. Dann gibt nicht weggepatcht. Ja, scheiße, ist weggepatcht. Muss das ja mal anschauen. Verloren, Mondi. Ja, vielleicht für die dummen Europäer haben sie es weggepatcht. Damit die dummen Ami-Zipfel da noch mehr Chancen haben. Tolles Tackling von ihm. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Sie verlieren den Ball. Will sich da jetzt auf durchaus ungewohnter Position den Ball holen? Ballverlust bei den Royals. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Gäste haben hier also verloren. Ich weiß nicht, nach Ballverlust habe ich das drin jetzt. Ne, ich meine ja nur. Mal probieren. Aber bei der Aufstellung habe ich es glaube ich nicht drin. Ja, bei der 4-4-2 mache ich das auch noch mit rein. Oder Druck nach Fehler. Da steht auch bei Druck nach Fehlern steht auch nichts dabei, von wegen deine Spieler ermüden. Hm. Also überall bei Druck nach Fehlern. Nein, überall nicht. Nee, stimmt, war der bei.
ich zurückfallen lassen. Wenn ich mauern muss. Aber heute mauere ich nichts mehr. Ach, heute vielleicht.